So, Thema heute sind Sortierverfahren oder Sortieralgorithmen und ein gewisser Vergleich des Aufwands von Sortierverfahren. Ne? Wir beginnen mal mit einem ganz einfachen Sortierverfahren, Bubble Sort. Und ja, ich werde Ihnen daran mal zeigen, wie man sowas in Pseudocode formuliert. Das heißt, wie das Verfahren läuft, wie man das in einem Pseudocode formuliert. Und dann versuchen wir mal gemeinsam eine Aufwandsabschätzung zu machen. Wie viele Schritte benötigt denn das Programm in etwa ungefähr, bis eine Liste sortiert ist? So, und anschließend haben Sie die Aufgabe, selbst mal andere Sortierverfahren sich vorzunehmen, da Pseudocode zu erstellen und entsprechend eine Aufwandsabschätzung vorzunehmen. Okay. Ein Sortierverfahren ordnet eine solche Liste. Beispielsweise kann man sich darauf einigen, dass man die aufsteigend ordnet. Ne? Also vom kleinsten beginnen zum größten. Als Mensch sieht man relativ schnell, was man zu tun hat. Da greift man sich halt raus und ordnet ihn ein bisschen. Ein Computer muss da natürlich systematisch vorgehen. Das heißt, wir brauchen ein Verfahren, einen Algorithmus, der abgearbeitet wird und der so formuliert sein muss, dass man sicherstellen kann, dass egal wie die Liste vorher aussieht, sie anschließend geordnet ist. Also, Input ist eine irgendwie geartete Liste von Elementen, die man ordnen kann. Also auf den Elementen selbst muss eine Ordnung definiert sein. Und anschließend, ja, gibt man diese Liste in den Algorithmus ein und anschließend muss die Liste geordnet sein. So. Auf den Karten ist eine Ordnung definiert, wenn man mal von den Symbolen absieht. Pik, Ass, Pik, Karo, Herz oder Kreuz. Davon sehen wir mal ab, sondern wir haben die ganz normale Reihenfolge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Okay? So, wie funktioniert der Bubble-Sort-Algorithmus? Jemand schon mal davon gehört? Bubble-Sort? Wer kennt den? Ah ja, okay, ein paar wenige. Gut, dann zeige ich es mal kurz. Also, wie funktioniert der? Man nimmt sich eine Karte, die erste hier, und vergleicht die mit der zweiten. Man vergleicht immer benachbarte Karten, ja, also diese Karte mit dieser Karte. Wenn die linke Karte größer ist als die rechte, dann tauscht man. Ich mache es gerade mal, also nehme die Karte. So. Bube ist ja definitiv größer als 9 und man tauscht. So. Jetzt nimmt man diese Karte, die zweite, und vergleicht sie mit der dritten. Okay? Bube und Dame muss man nicht tauschen, Dame ist größer, also wird nicht getauscht. Jetzt nimmt man diese Karte und vergleicht sie mit dieser. Dame und 3, okay, muss getauscht werden. Und der letzte Vergleich, Dame und 6, muss getauscht werden. Im ersten Durchgang ist es also so, man vergleicht Karte 1, 2, Karte 2, 3, Karte 3, 4, Karte 4, 5 und so weiter, bis man hinten ankommt. Und immer dann, wenn man feststellt, die linke ist größer als die rechte, tauscht man. Wozu führt das? Das führt dazu, dass am Ende die letzte Karte die größte ist. Man schiebt immer die größere von beiden eins weiter. Man bubbelt die durch. Das können Sie sich vorstellen, deswegen Bubble Sort. Ja? Wenn Sie jetzt den Kopf mal alle nach rechts legen, dann ist jetzt die größte Karte aufgestiegen, ne, bis ans Ende. Das heißt, das ist definitiv die größte Karte, die müssen wir nicht mehr betrachten. So. Jetzt geht es wieder von vorne los. Ja? Wir vergleichen die 9 mit dem Buben. Müssen nichts machen. Bube mit 3, aha, tauschen. Bube mit 6, aha, tauschen. So. Mit der müssen wir nichts mehr machen, das ist schon die größte Karte. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Teilliste hier betrachtet, der ersten n-1 Elemente, und stellen fest, durch das Verfahren ist wieder die größte Karte ans Ende gekommen. Also, sortiert. Geordnet. So, jetzt geht es weiter, 9 und 3, tauschen. Sie sehen, ich habe die Liste schon von Anfang an so geplant, dass man ein paar Mal tauschen muss. Ne? 9 und 6 muss man auch tauschen.
Das war jetzt die Liste, die wir betrachtet haben. Alles andere war schon sortiert. Und wir haben wieder die größte Karte nach oben gebabbelt. Okay, und das letzte Mal noch, wenn zwei Karten übrig sind, ist theoretisch möglich, dass nochmal eine Tauschoperation ansteht. Ne? Wir vergleichen die beiden und stellen fest, muss nicht getauscht werden. Okay, damit sind wir fertig. Die Liste ist geordnet. Wie würde man das Pseudocode formulieren? Folgendermaßen. Bei Pseudocode ist es so, das muss ja nicht lauffähig sein. Es muss also keiner echten Programmiersprache entsprechen, sondern soll nur einigermaßen codemäßig so formuliert sein, dass man den Formalismus gut verstehen kann. Aber es soll nicht so sehr von Syntax belastet sein, von irgendeiner realen Sprache, von Java oder so, dass man diese Sprache kennen muss, um das zu verstehen. Ja? Also, Pseudocode funktioniert letztlich als abstrakte Art und Weise, Programme zu formulieren. So, da wird jetzt eine Prozedur Bubble-Sort definiert und der wird ein Feld gegeben, also eine Liste A. Die Liste A soll mal aus n Elementen bestehen, von A1 bis AN. Okay? A1 bis AN. Das sind einfach die n Elemente. Und darin, die Inhalte von A1 bis AN, die sind unsortiert. Ungeordnet. So. N soll mal der Wert sein der Länge dieses Feldes, dieses Arrays. Ja? Also n Elemente soll das haben, von A1 bis AN. So. Und jetzt wird eine Schleife ausgeführt. Do while. Ja? Mach also das, was hier drin steht, solange irgendetwas gilt. Das solange irgendetwas gilt, gucken wir uns gleich mal an. Zuerst mal wird eine Variable swapped auf false gesetzt. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an, wissen wir noch nicht so genau. Ja? Jetzt geht's los. For i ist gleich 1, to n minus 1, do das, was hier drin steht. Also, i als Laufvariable läuft von 1 bis n minus 1, also vom ersten Element durch bis zum vorletzten. Ja, das ist unser Zeiger, der durch dieses Feld durchläuft, vom ersten bis zum vorletzten Element. Und da soll Folgendes gemacht werden. Wenn ai größer ist als ai plus 1, dann tausche ai und ai plus 1 und setze swapped auf true. Aha, also wenn mal getauscht wird, dann wird sozusagen swap von false auf swap gleich true gesetzt. So. Und das Ganze wird beendet. End if hier für die Bedingung und end für die Vorschleife. So, also nochmal. Wir gehen alle Elemente von ai, von a1 bis an-1 durch und vergleichen ai mit dem rechts daneben. Und wenn ai größer ist als das Element rechts daneben, dann wird getauscht. Also im ersten Durchgang ist i gleich 1 und dann vergleiche ich, ob a1 größer ist als a2. Wenn ja, dann tausche a1 und a2. Im nächsten Schritt ist i gleich 2. Vergleiche a2 und a3. Wenn a2 größer ist als a3, dann tausche. Die Schleife läuft durch. I wird immer um 1 größer gezählt bis n-1 und es wird immer verglichen mit dem Nachbarn rechts und eventuell getauscht. Genau das, was ich gerade vorgeführt habe. Ja? So. Okay. Und falls getauscht wird, wird swapped auf true gesetzt. Warum, weiß man nicht so genau. Zeige ich gleich. So, am Schluss, wenn wir diese Schleife durchlaufen haben, wissen wir, dass an, das Element ganz rechts, das größte ist. Das heißt, wir können unsere rechte Grenze, bis zu der wir laufen, um 1 reduzieren. Wir müssen beim nächsten Mal, das ist ja eine Schleife, i nicht mehr bis zum letzten n laufen lassen. Also hier laufen wir eigentlich bis zum vorletzten n, aber das vorletzte n rutscht 1 weiter nach vorne im nächsten Durchgang, wenn wir wieder von vorne beginnen. Und das wird hier unten erreicht, dadurch, dass wir von n1 abziehen. Na? Und die Schleife wird so lange durchgeführt, solange das n, der rechte Rand, größer ist als 1.
Also wenn der rechte Rand 2 ist, dann vergleiche ich nochmal A1 mit A2. Aber wenn der rechte Rand 1 ist, gibt es nichts mehr zu vertauschen, dann kann ich aufhören. Also wir zählen in der großen Schleife n immer um 1 runter und gehen in der inneren Schleife mit i immer von vorne bis zu n-1 und vergleichen das Element mit dem rechten und tauschen bei Bedarf. So funktioniert Bubble Sort. Was hilft uns dieses Swapped? Wir laufen die Schleife nur durch, solange n größer 1 ist und tatsächlich getauscht wurde. Angenommen, wir gehen einmal von vorne durch so eine Liste durch und müssen nie tauschen. Was ist dann der Fall? Dann ist die Liste schon geordnet. Genau. Dann müssen wir gar nichts machen. Wenn wir nie tauschen müssen, kommen wir immer von einem kleineren zu einem größeren Element. Dann ist die Liste schon geordnet, prima. Dann brauchen wir auch nicht mehr den rechten Rand 1 nach vorne setzen, nochmal durchlaufen und nochmal den rechten Rand 1 nach vorne setzen, nochmal durchlaufen und so weiter. Wenn wir einmal durchgelaufen sind und nichts mehr tauschen mussten, können wir aufhören. Das heißt, wenn die Liste gleich von Anfang an geordnet ist, es gleich von Anfang an in der richtigen Reihenfolge steht, laufen wir einmal durch, tauschen nie, können uns aber dann dieses kleiner werden immer sparen, sondern sind fertig. Das macht das Swapped. Vor jedem Durchlauf setzen wir es auf False und wenn wir in einem Durchlauf mal tauschen, wird es auf True gesetzt. Und am Ende wird geguckt, ist n noch größer als 1 und wurde getauscht, dann müssen wir nochmal durchgehen, aber mit einem um 1 reduzierten Rand. Okay, so jetzt machen wir mal eine Aufwandsabschätzung. Wie viel Aufwand haben wir eigentlich jetzt zum Vergleichen? Und bei so Sortierverfahren sind die Vergleichsoperationen die relevanten. Wie viele Vergleiche müssen wir durchführen? So, nehmen wir nochmal unser Beispiel hier mit n Karten. Und ich zeichne jetzt mal ein Beispiel auf mit 5, okay? Das sind n Karten, n gleich 5. Wie oft müssen wir vergleichen? Wir könnten mal rangehen. Wie viele Vergleiche müssen wir durchführen? Ja? N-1. Im ersten Durchgang, ja, müssen wir n-1 Vergleiche durchführen, nämlich 4. Genau. Also erster Durchgang. n-1 Vergleiche. Im zweiten Durchgang. Wie viele Vergleiche haben wir da? Ja? Wie viel? Genau, einer weniger, ne? n-2. Im dritten Durchgang n-3 und so weiter und so weiter. Und im, wie viele Durchgänge haben wir? Vier in unserem Fall, genau. Also im n-1. Durchgang haben wir wie viele Tauschoperationen, wie viele Vergleichsoperationen? Ja, also? Eine, genau. Im letzten Durchgang vergleichen wir das erste und das zweite Element. Ne? Also ein Vergleich, genau. So. Ja, wie viele Vergleiche haben wir jetzt insgesamt? Wenn wir 5 Elemente haben? Ja? 10. Was haben wir addiert? Genau. Bei n gleich 5 haben wir 4 plus 3 plus 2 plus 1 gerechnet. Ja? So, also 10. So. Wenn wir 8 Karten haben, also n gleich 8, was müssen wir rechnen? Ja? 7 plus 6 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Genau. Im allgemeinen Fall, wenn wir n Karten haben, was müssen wir rechnen? Eins, also, ja, schreib's mal auf. n-1 plus n-2 plus
n minus 3 plus und so weiter, plus 3 plus 2 plus 1. Ja? Alle Anzahlen aufaddieren. Alle Zahlen von 1 bis n minus 1 aufaddieren. Kommt denn das irgendwoher bekannt vor? Kramen Sie mal ganz tief finden, insbesondere die Mathematiker. Gauss, genau, die gaußsche Summenformel. Allgemein gesprochen, besagt die gaußsche Summenformel, kriegst du ein Grün hin, wenn Sie Zahlen aufaddieren, 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter, plus k, was besagt die gaußsche Summenformel, was muss ich rechnen? Sagen Sie bloß, Sie wussten nur noch, wie sie heißt. Genau, 1 plus k ergibt k plus 1. 2 plus k minus 1 ergibt k plus 1. 3 plus k minus 2 ergibt k plus 1. Wie viele davon haben wir? Ja? Genau, das ist die gaußsche Summenformel. Kann man aber beweisen, ne? K halbe mal k plus 1. Also wenn Sie die ersten Zahlen von 1 bis 100 aufaddieren müssen, ne? Das ist ja diese alte gaußsche Geschichte, Gauss in der Schule, kriegt eine Strafarbeit, alle Zahlen von 1 bis 100 aufaddieren, der kommt nach ein paar Minuten wieder und legt die Lösung vor. Der Lehrer dachte, er ist ewig beschäftigt, aber er hat den Trick gehabt, er rechnet 1 plus 100 ist 101, 2 plus 99 ist 101, 3 plus 98 ist 101, am Schluss noch 50 plus 51 ist 101. Also wie viel Mal haben wir 101? Naja, 50 Mal, weil wir immer 2 zusammengefasst haben. Ja? Also n halbe oder k halbe mal k plus 1. So. Also 5050 kommt raus bei der Summe von 1 bis 100. So, okay. So, das können wir jetzt hier verwenden. In unserem Fall wollen wir aber nicht bis n addieren, sondern bis n minus 1. Also was kommt dann bei uns raus? Genau, mal. Genau. In unserem Fall ist das dann n minus 1 halbe mal n, gerade 1 weniger. Ne? Oder, schreibt doch so hin, n mal n minus 1 halbe. Und ich schreibe es auch nochmal ein bisschen anders hin, nämlich 1 halb n Quadrat minus 1 halb n. Na, hier oben kann man hinschreiben, ich forme es da langsam um, hier oben steht n Quadrat minus n halbe und dann kann ich das so umformen. Bruchrechnung. Okay. So, das bedeutet, ich habe in der Regel im Worst Case, wenn ich wirklich komplett bis zum Ende durchlaufen muss, ja, wenn ich nicht keinen Durchgang habe, wo ich gar nicht tausche, sondern ich muss wirklich das so machen, wie wir es vorhin gemacht haben, habe ich im Worst Case im schlimmsten Fall 1 halb n Quadrat minus 1 halb n Vergleiche. So. Und jetzt ist es eine komplizierte Formel. In der Informatik macht man es in der Regel einfacher. Und zwar betrachtet man, jetzt mal vereinfacht gesprochen, was passiert, wenn die n sehr groß werden. Wenn die n sehr groß werden, welcher Teil hier in der Formel dominiert? Ja? Genau, der vordere, 1 halb n Quadrat, beziehungsweise in der Regel kümmert man sich dann auch nicht um Konstanten, sondern man guckt sich nur von der Eingangsgröße n an den dominierenden Part hier in so einem Ausdruck. Und der ist n Quadrat. Das heißt, man sagt, der Aufwand, der ist quadratisch.
Ja, dass da hinten das n, das fällt weg, wenn n sehr groß wird, dann betrachtet man nur noch n Quadrat. Und in der Informatik notiert man das so, O von n Quadrat. Das ist die sogenannte O-Notation, mit der man ausdrückt, den Aufwand der Komplexität eines Algorithmuses. Und ja, das bedeutet jetzt einfach, der liegt in der Klasse der Algorithmen mit quadratischem Aufwand. Und es ist klar, wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, der Aufwand n hoch 3 hat, dann ist das einer, den sollte ich besser nicht nehmen im Vergleich zum Bubble Sort, ne, weil der Bubble Sort dann besser ist. Wenn ich jetzt aber ein Verfahren habe, das einen Aufwand hat von n, dann sollte ich das vielleicht lieber nehmen. Und die Frage ist, gibt es denn Sortierverfahren, die einen niedrigeren Aufwand haben als Bubble Sort? Oder ist der Aufwand von Sortierverfahren immer quadratisch? Und es gibt tatsächlich günstigere Algorithmen und die gucke ich gleich mal an. Aber vorab nochmal der Hinweis, jetzt haben wir den Worst Case betrachtet, also den schlimmsten Fall. Ne? Wir müssen immer wieder von vorne durchgehen und immer wieder tauschen, immer eins weniger zwar, aber letztlich quadratischer Aufwand. Wie sieht es denn im Best Case aus? Was ist denn der Best Case? Ja? Genau, wenn es vorher sortiert ist. Und wenn es vorher sortiert ist, was haben wir dann für einen Aufwand? Genau. Und können Sie vermuten, wie man das jetzt hier ausdrücken würde? N minus 1, was wäre das dann für ein, in O-Notation gesprochen? O von N, genau. Im Best Case haben wir O von N. Also im Worst Case, das ist schlecht aufgeschrieben hier, gell? Worst Case O von N Quadrat, Best Case O von N. So. Und jetzt kann man auch den Average Case bestimmen. Das ist immer ein bisschen kompliziert, jetzt wirklich zu berechnen, wie sieht es im Average Case aus, also im durchschnittlichen Fall, mit einer durchschnittlich unsortierten Liste. Ja, die Frage ist, was ist das überhaupt und so? Da muss man dann tatsächlich Mittelwerte hernehmen, etc. pp. Das machen wir nicht. Wir betrachten jetzt mal Worst Case und Best Case. Und Average Case kann man in Wikipedia nachschlagen. Okay? Der ist aber auch n Quadrat. Im Average Case. Okay. So. Ihre Aufgabe wird jetzt sein, eine ähnliche Betrachtung mal zu machen für andere Algorithmen. Ich habe Ihnen mal hier drei rausgesucht. Insertion Sort, Merge Sort und Quick Sort. Sie sollen sich selbst in die Lage versetzen, erstens den Algorithmus vorführen zu können, zweitens einen Pseudocode anzugeben und drittens die Aufwandsberechnung mal vorzuführen oder die Aufwandsabschätzung. Das muss nicht so detailliert sein wie bei Bubble Sort jetzt, sondern dass Sie einfach den anderen präsentieren, Best Case und Worst Case Betrachtung.